So, was soll ich jetzt mit dem Teller machen? Ja. Aufpassen beim Schütteln, dass immer alles dicht ist. Mit diesen Wings würde ich sogar gegen jeden Sternekoch auf der Welt antreten. Wings sind Flügel. Und ich habe Unterstecke gekauft, tatsächlich. Malheur! When the world seems to shine like Europa Passage, Hamburger Tafel. Eine Möhre braucht länger als eine Zucchini. Eine wunderbare Sache, würde ich sagen, mit diesen beiden Darstellern. Ja, beide zu mir. Heute ist ja Chicken Day, also heute gibt es nur Hühnchen, aber auch so zwei wunderbare Arten, wie es nur irgend geht. Im Endeffekt mache ich Chicken Wings, aber die besten auf der Welt natürlich. Die sind so schön einfach. Das zu nehmen, das war die Idee meiner Frau, weil sie sagt, ja, mach doch das mit dem Hühnchenbrustfilet, also das Geschnetzelte und das so ein bisschen asiatisch angehaucht. So, meine Damen und Herren, Leute, von Harald Mark und Fabian Harloff aus der Hafenkante. Einmal Chicken Wings, einmal Chicken à la Hafenkante, à la Harald Mark. Und das Ganze geht an die Hamburger Tafel. Besser geht's nicht, leckerer geht's nicht. Und man tut auch noch was Gutes, während man seinen Wanst füllt. Also, Leute. Und los geht's. Ich bin der Europapassage sehr dankbar, dass sie hier so eine Aktion macht. Also das gibt mir sehr viel und ich finde, das ist wunderbar. Ich finde es wichtig, dass auf die Tafel aufmerksam gemacht wird. Man hat es jetzt immer wieder gelesen in den letzten Wochen, die Lebensmittel werden knapper, gerade für die Tafel. Und ich finde es wichtig, dass dafür gespendet wird und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Das finden wir großartig. Ja, weil ich lese das immer mit der Tafel und als ich das heute Morgen gelesen habe in der Zeitung von gestern, da habe ich gesagt, da fahren wir jetzt hin, das wollen wir unterstützen. Die finde ich ziemlich gut, die Aktion. Philipp hat mir darüber aufgeklärt, was das überhaupt ist. Ja, ich finde sie einfach gut, die Aktion, weil das hilft vielen Leuten. Ich habe so viel Glück gehabt in meinem Leben, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich das einfach nur gut finde, anderen Menschen zu helfen, die nicht so viel Glück hatten. Und wenn wir draußen auf die Straßen gucken, gibt es ganz viele Menschen, die leider nicht so viel zu essen haben wie wir heute hier. Jetzt? Die eigentlich angewiesen sind auf Hilfe. Und das ist unsere Pflicht, da zu helfen. Das passiert direkt vor unserer Tür und die haben nichts zu essen. Die müssen gucken, wie sie über den Tag kommen. Das ist so hilfsbedürftig wie nur irgendwas, dass wir sagen, ja, da machen wir mit, da helfen wir gerne. Die Tupperdose war nicht ganz dicht und ich habe geschüttelt. Oh, ja. Zu Hause durfte ich überhaupt nie kochen, weil ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen, drei Generationen. Und da waren damals, als ich jung war, waren schlicht und einfach die Frauen fürs Kochen zuständig. Ich durfte da überhaupt nichts machen, gar nichts. Und als ich dann auf die Schauspielschule gegangen bin, habe ich in der WG gelebt mit einem Freund und Studienkollegen. Und der konnte schon kochen, der hat mir die ersten Sachen beigebracht. Mit diesen Wings würde ich sogar gegen jeden Sternekoch auf der Welt antreten. Man nimmt so eine Tupperdose, da tut man dann so ein Cajun-Gewürz rein oder eine Grillgewürzmischung, ein bisschen Knoblauchpulver, Salz, Zucker, etwas feine Speisestärke und Semmelbrösel. Dann macht man einmal, also mischt das und dann kommen die Chicken Wings dazu. Dann mischt man das auch nochmal, dann sind die fertig. Und dann kommen die bei 180 Grad Umluft ungefähr für eine Dreiviertelstunde in den Ofen. Yesterday, all my troubles seem so far away. Wollt ihr auch Autogrammkarten oder habt ihr schon? Gerne. Gerne? Ja, natürlich. Fabian Harloff, den kennt man aus Filmen und Fernsehen. Fabian ist ein mega klasse Typ, muss man einfach so sagen.
Das ist Harald Mack, auch ein Schauspieler. Harald ist ein ganz netter Mensch. Ich kenne ihn eigentlich mehr oder weniger aus Büttenwader, wo ich ihn sehr gern gesehen habe. Ich kann ihn gut leiden, das stimmt, weil ich sein Buch gelesen habe. Was ich an mir selber sehr gerne mag, ist meine Neugier und meine Offenheit, auf Menschen zuzugehen. Ja. Und in dem Sinne auch zu sagen, fremde Menschen könnten Freunde werden. Das ist halt mal lustig, Laien zu sehen beim Kochen, weil das ist halt mal interessant, so zu sehen, wie diese Schauspieler sozusagen auch mal selber kochen. Absolut spitze. Super. Das schmeckt sehr gut. Auch das Gemüse mit dem Sesamöl finde ich also ganz super. Tolle Aktion. Und da sind wir gern dabei. Das macht einfach nur Spaß. Und wenn ich sehe, dass umgesetzt wird, wenn ich sehe, dass gespendet wird, wenn ich sehe, dass die Leute das gerne essen, dann ist das Wichtigste erreicht. Ich bin also zu 80% zufrieden. Also ich hätte noch etwas, die Wings hätten noch etwas mehr Oberhitze vertragen, aber wenn man so viel macht, dann muss man ein paar Kompromisse machen. Aber es sind Hot Wings, wie man sieht. Also ich nehme was mit. Fabian hat diese Chicken Wings perfektioniert und ich habe was gelernt, weil diese Knusprigkeit, wie er sie macht, habe ich vorher nicht gekonnt. Lieber Harald, herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich nicht nur, dich im Fernsehen zu sehen, sondern heute auch, dass du hier diesen ersten Promi-Kochenpreis in diesem Jahr oder in dieser Serie gewonnen hast. Lieben Dank fürs Kommen und mach weiter so. Ich bin bereit, noch mehr zu lernen. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön, dass ich dabei sein durfte. Solche Tage sind, weil sie wirklich völlig außergewöhnlich sind. Weil normalerweise als Schauspieler hast du ein Drehbuch, hast Texte, hast das. Hier ist alles spontan und das Schöne dabei, man darf einfach kreativ sein. Ich koche einfach wahnsinnig gerne. Und wenn es dann auch noch so ankommt und den Leuten so schmeckt, umso besser. Ich freue mich, dass wir wieder viel, viel Geld einnehmen konnten für die Hamburger Tafel. Das ist mir am wichtigsten. Aber es hat auch ganz viel Spaß gemacht. I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly.